Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration. Hier sind heute Eva und Kati für Hallo. Euch. Hallo! Und wir packen heute mal wieder keine Kinderüberraschung aus, sondern dieses Mal Kinderjoy für Kinderüberraschung. Es ist ja im Sommer zu warm. Und wir haben die EM Edition, also die Fan-Edition. Und da sind 4 Kinderjoy-Eier drin. Und es sind 2 Figuren garantiert. Das Ganze ist mit coolem Spielfeld. Das kann ich mir momentan noch nicht so ganz vorstellen. Es ist auf der Innenseite. Bin ich auch schon gespannt. Ich zeige euch mal so, was dabei sein könnte. Hier seht ihr so die verschiedenen Spieler, Fußballer, die dabei sein könnten. Hier sind noch so ein paar. Und es geht noch einmal rum. Crazy Friends. Da sind noch Crazy Friends dabei. Sind das die Friends von den Fußballern, oder? Ich glaube, das sind die Freunde der Fußballer. Die sehen eher aus wie kleine Monster. Ganz süß. Ja, hier seht ihr nochmal das Kinderjoy. Und ich würde sagen, wir machen einmal die Packung auf. Genau, eine Packung öffnen wir, die beiden anderen geben wir weiter an Spiel mit mir Kinderspielzeug und in aller Munde. Genau, die Videos verlinken wir euch unten. Da könnt ihr dann sehen, was in den beiden anderen Packungen noch drin ist. Also die Links findet ihr in der Infobox. Ah, und da unten sehe ich schon das Spielfeld. Das Spielfeld sehe ich auch schon so ein bisschen durchblitzen. Ich nehme sie mal alle raus. Genau, das Kati kann man hier so abschneiden. Ah, und dann genau. Ist das richtig so ein kleines. Da sind auch Tore dabei. Ja, soll ich das mal zurechtschneiden? Genau. Und du machst schon mal das erste Ei genau. Auf? So, hier sind ja immer die Laschen. Und ich ziehe das mal so ein bisschen auseinander. Okay. Hier ist der Löffel. Den lege ich mal rüber. Und was habe ich da denn? Ist das schon eine Figur? Das könnte ein Friend sein. Es könnte ein Friend sein, aber ja, ich glaube. Oder ist es was ganz anderes? Nee, es ist was ganz anderes. Was es genau ist, da muss ich, glaube ich, erstmal gucken. Doch, es sind Crazy Friends. Einmal abgerissen. Entweder sind es, vielleicht sind entweder Crazy Friends oder die Fußballer drin. Und den baue ich einmal auf und du kannst ja schon mal eins der Eier öffnen. Oder ich kann das mal kurz zeigen. Genau. Ich habe das schon mal gerade aufgebaut. Das musste man einfach hier oben abschneiden. Und mit dem Cuttermesser habe ich dann noch die Tore ausgeschnitten. Hier an den Seiten hielt es dann nicht mehr so gut. Da habe ich jetzt einfach mit einem Hefter einmal reingeheftet. Und jetzt ist das Spielfeld fertig. Ich hoffe, wir kriegen noch Fußball, damit wir es testen können. Hoffentlich sind genug drin. So, ich mache jetzt auch mal eins auf. Das könnte ein Fußballer sein. Oder? Guck mal. Ja, das sieht also aus wie einer. Und jetzt ist nur die Frage, welches Trikot du hast. Ich habe das Trikot von... Ich glaube, das ist Portugal? Ja, könnte Portugal sein. Der heißt Elfmetro. Und mit Vornamen Ernesto Elfmetro. Bisschen wie Effe. Die portugiesischen Fans lieben Ernestos charmante Art und Europas Torhüter fürchten seine Strafstöße. Mm. Okay. Ob kerzengerade oder raffiniert gezirkelt? Gezirkelt. Nennt man das so? Ja. Immer unhaltbar. Magnifico. Okay. Ich habe hier meinen Crazy Friend und hier hinten ist ein Gummi drin. Und auf dem Gummi kann man ihn so ein bisschen hin und her schieben. Ich zeige es einmal. Ja, so wird das da reingespannt. Und dann kann man den nach rechts und links verschieben. Und der sieht ganz niedlich aus wie so ein kleines Häschen. Okay, ich mache schon mal mit dem nächsten Ei weiter. Und ich hoffe, ich habe auch einen Fußballer. Ich baue hier gerade den Ernesto auf. Den Ernesto. Den Ernesto Elfmetro. Gehen aber auch ganz schön schwer auf. Ich zeige ihn mal gerade hier. Und zwar ist hier unten anscheinend ein Fußball drin. Und ich kann hier hinten klatschen. Oh, das probiere ich lieber gleich mal auf dem Spielfeld aus. Ich habe auch einen. Da kann man auf jeden Fall den Fußball vorne rausschießen. So. Ich habe hier auch einen drin und es ist auf jeden Fall ein Italiener. Okay, und Pierre heißt der mit Vornamen. Hilf mir einmal, mein Französisch, wie spricht man den Nachnamen aus? Pierre Pirouette. Pierre Pirouette. Eleganz am Ball. Also der macht eine Pirouette. Ja, so.
ist der große Artist im französischen Fußballzirkus. Niemand umspielt den Gegner souveräner als er und der setzt sich beim Fallrückzieher so gut in Szene. Superb. Okay, sieht auch sehr charmant aus. Ich habe auf jeden Fall schon mal das nächste Item. Ja, ich klebe mal den Pierre zusammen. Und das ist, ach, das ist jetzt auch so ein Friend da, so ein Super Friend, Crazy Friend. So ein Super Crazy Friend. Ist ein anderer als bei dir? Ich habe diesen hier. Und das ist, ja, dieser hier. Den baue ich auch mal gerade zusammen. Wir haben jetzt also zwei Fußballer und zwei Crazy Friends. Mhm. Wahrscheinlich sind wirklich in diesem Kinderjoy dann nur entweder Fußballer oder Crazy Friends. Ja. Ich habe ja hier diesen Ernesto. Man kann jetzt hier hinten so einen kleinen Hebel betätigen und damit hier vorne einen Fußball rausschießen. Ich versuche das mal. Oben halte ich den fest. Ich greife mal hier durchs Tor durch. Nee, das funktioniert nicht. Nee. Ah, das hat ein bisschen funktioniert. Okay. Ja. Ich glaube, in dem Stadion selbst ist das so ein bisschen schwierig, da tatsächlich dran zu kommen. Ist weggerutscht. Wir können ja das Stadion einmal an die Seite stellen. Wir machen das mal ohne Stadion. Wir können ja mal jeder nach hinten schießen. Tja. Vielleicht müssen wir das noch ein bisschen üben. Nee, das funktioniert gar nicht so gut. Na gut, dann stelle ich Ernesto erstmal an die Seite und zeige euch meinen Crazy Friend. Das ist nämlich vom Prinzip ungefähr das gleiche. Der sieht nur halt nicht ganz so aus wie ein Fußballer. Der wird hier oben reingestellt. Und hier unten, das ist auch so eine Art Fußball. Der wird hier so reingemacht. Und wenn man jetzt hier seitlich kräftig zusammendrückt, dann kann man das weg. Normalerweise kann man das dann wegschießen. Moment. Ja. Ja. Und ich habe hier meinen, das kleine Häschen. Und hier ist ja das Gummi. Und wenn ich das nach hinten ziehe, dann kann ich den auch wegschießen. Also die funktionieren, super. Da fliegen die Sachen richtig gut. Bei den Fußballern müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen üben. Aber sonst finde ich die wirklich auch niedlich. Auch echt niedlich, ne? Ja, süß gemacht. Und auch das Stadion ist eine coole Idee da in der Packung. Auch super cool. Ja. Also die Packs gefallen uns richtig gut. Und ich bin auch mal gespannt, welche Fußballer wohl noch in den anderen beiden Packungen sind. Hier steht noch, einer geht noch rein. Ja. Also da kann man richtig Fußball ein Kinderjoy schießen. Geht immer noch rein. Ja. ja, hat auf jeden Fall mal wieder viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch gefallen hat, gebt uns einen Daumen nach oben. Schaut auch unsere anderen Videos. Schaut auch bei den anderen Kinderjoy-Videos rein. Wir verlinken euch die unten. Ja. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da. Schaut, wie gesagt, auch bei unseren anderen Videos da vorbei. Und vielleicht auch mal bei Twitter, Instagram, Facebook oder auch bei Snapchat. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.